meine Lieben, heute komplett frisches Video. Mein Spatzel, was machen wir heute alles? Was ganz Leckeres. Ja, sag's, das ist die Ansage. Wildschwein-Gulasch. Genau. Und hier im Auto bin ich auch bloß Beifahrer, weil wir haben seine Prominenz dabei. Hey Gogo, guten Schönen, guten Morgen. Ja, und er fährt. Er hat einen Mopedhänger dran und auf dem Mopedhänger sind unsere Terrassenplatten oder Grillplatzplatten. Zweimal müssen wir fahren, aber alles weitere nachher, wenn wir angekommen sind. Und die erste Ladung unten und die zweite holen und ja, bis nachher. So Leute, ganz einfache Platten. Aber zum Winterpreis bekommen, oder Alex, war doch in Ordnung. Tipptopp. Und ja, da konnte ich nicht widerstehen, auch wenn ich das Geld eigentlich gar nicht habe gerade. Aber egal, da musste ich einfach zuschlagen. Und die werden wir jetzt hinten alle auf die hergerichtete Palette legen. In die Schubkarre reinwuchten und alle hinterfahren. Jo, und Manu hilft da jetzt noch mit und nachher dann kriegt sie die andere Cam, ich behalte die bei mir und fängt sie an hier sich auszutoben. Dich auszutoben? Richtig. Ja, das hört sich vernünftig an. Und Feuer zu machen. Ja, schön anfeuern, genau. Etc. pp. Das ist meine Aufgabe. Genau. Also, wir laden jetzt erstmal ab. Acht, neun reicht. Oh. Okay. Ah. Wenn es dir reicht, mir dann echt. Und wieder nein. Boah, leck mich am Ärmel, geht es aufs Kreuz. Ah. Oh Gott, jetzt hoch Schulter. Ja, okay, mal. Ich bin der Schulter, boy. Nimmst du rund oder doppelt? Mir egal. Ja. Immer schön in der Hand haben. So. Und immer größer wird der Stapel. Das ist so schön. Wenn man da dreimal so hoch, oder? Doppelt. Ja. Doppelt und ein bisschen was. Ist ja fast gleiche. Wenn ich 999.999 Euro hätte, 99 Cent, wäre es nicht mehr. Frische Mund. Ich bin so froh, dass der Alex uns hilft. Ja, hol nochmal. Ja. Oh. Ja, wir machen hier jetzt den Stapel, die erste Ladung. Dann holen wir die zweite und dann müssen wir die scheiß Palette auch noch wieder wegfahren. Ja, genau. Ja. Doch dreimal fahren. Egal, dann haben wir das alles erledigt. Sämtliche Platten sind da. Einfach wunderbar. Richtig. So sehen die Platten aus. Für unser Grillplatz. So Leute, das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich drin schon was gemacht. Und das zeige ich euch schnell. Ich habe nämlich was aufgefüllt und auf die Feuerstelle gestellt. Ja, mein guter alter Perkulator von Petromax. Draufgestellt, aufgefüllt, knapp 4 Liter oder 4,5 Liter Wasser, irgendwas sowas um den Dreh rum. Ne, 3 Liter, 3 Liter, 3,5 circa.
Und ja, oben grob geschredderten Kaffee rein. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob das was wird auf dem Ofen. Aha, man wird sehen. Man wird sehen. Ja, Alex, du bist so weit, dass wir weiter scheppern können? Ja. Ja, dann fahren wir nächste Runde. Cam lasse ich jetzt da, wenn wir da jetzt unterwegs sind, brauche ich keine Kamera. Ja. Oder ich nehme sie sicherheitshalber mal mit. Man weiß ja nie, was kommt. So, wir haben ein Kilo Wildschweingulasch, ein Wildfond, schwarzer Pfeffer, Lorbeer, das Gewürzei, einen schönen trockenen Rotwein, das ist eine schwarze Schokolade, kommt auch mit rein. Dann haben wir Tomatenmark, 6 Zwiebeln, tiefgefrorene Suppengemüse haben wir da, ist Sellerie und Karotten und ein paar Gewürze, das ist zum Beispiel Wacholderbeeren. Lorbeer habe ich ja da, habe ich auch schon gesagt, und Nelken. Ja, das war's. Das Fleisch mache ich jetzt ein bisschen klein schneiden und das die Silberhaut abmachen und die Sehnen. Und natürlich, ja, das machen wir auf jeden Fall, das Fleischbissen machen. Und Tomatenmark habe ich da. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht vergessen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und wir machen natürlich heute auf im Dutch-Ofen wieder. Mhm. Und dann sehen wir uns draußen. So, jetzt habe ich das Fleisch geschnitten. Und die Zwiebelchen. Dieses Tiefkühlgemüse. Karotte, Porree und Sellerie. Und jetzt gehe ich nach draußen und mache die Kohlen warm. Heiß. So, machen wir das mal an. Jetzt stellen wir unsere Kohlen auf drauf. Ja, wir machen ja heute auch mit dem Dutch-Ofen. Da brauchen wir jetzt ein bisschen bald warme, heiße Kohlen. In der Zwischenzeit, bis die Kohlen heiß genug sind, befüllen wir das Gewürzei. Hier ist ein bisschen Pfeffer, 2 Nelken, ein bisschen Lorbeer, Wacholderbeeren, genau. Und ein Lorbeerblatt. Ja, das befüllen wir jetzt ins Ei. Dann haben wir es auch schon mal fertig. So, wieder da mit der nächsten Ladung. Im Auto sind nochmal 6 Platten. Und dann gucken wir mal, was Spatzel macht. Wie es hier weitergegangen ist. Weil ich muss ja jetzt auch erst die Schubkarre holen. Ah, da ist mittlerweile auch schon offen. Und da glüht schon was. Ach, schön. Na, Hallöchen. Hallöchen. Wir sind wieder da. Sehr schön. Und? Ja. Hat alles gut geklappt? Ja. Das ist schön. Oh. Aber das sieht man ja dann im anderen Videoschnipsel. Warum sind die hier dran? Wegen der Sonne. Ah, wechseln Blenden vom Richtig. Video. Wow. Ja. Gut. Aber hier drin ist es schön warm. Was macht der Perkulator? Schauen wir mal, ob. Nee, da kommt noch nichts. Ja, das dauert halt ewig jetzt auf dem Teil. Ihr hättet auch den alten Ofen nehmen können, aber wir haben noch anderen Kaffee dabei. Aber dann weiß ich, dass das hier ein bisschen länger dauert. So, die Kohlen sind heiß genug. Tue ich aber erstmal in den Grill rein. Ja. Und die hole ich jetzt nach und nach auf dem Tisch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Kohlen habe ich jetzt hier hingestellt. Auf den Petromax-Tisch. Jetzt kommt der Dutch-Ofen drauf. So. Ah! Oh,
kommen noch ein paar Kohlen drunter. Und lassen wir erstmal den Dutch Oven erstmal ein bisschen warm werden. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Das habe ich aber auch schon schneller gesehen, gell? Die Männer sind zu fleißig. Es klatscht, aber kein Applaus. Alles gut. Wir haben es ja bald geschafft. Genau. Immer positiv denken. Und dann werden die Platten erst wieder nächstes Jahr angelangt. Gut. So machen wir das dann. Wir haben den kein Mittag. Möchtest du noch was sagen? Ich bin sprachlos. Okay. Und der Haufen wird immer größer. Genau, und nachher sehe ich alle Platten noch schnell durch. So, der Dutch Oven ist jetzt warm genug. Machen wir ein Stückchen Öl rein. Und geben das Wildschwein-Gulasch dazu. Und ein bisschen anrösten und anbraten. So Leute, rein rechnerische Fakten dazu. Wir haben jetzt 3 Stunden gebraucht. Hin und her und was weiß ich. Es sind gesamt 201 Platte. Korrigiert mich in der Kommentare, wenn ich falsch liege. Eine Platte hat 30 mal 30. Also sind es 18,09 Quadratmeter Gesamtfläche. Ja, und diese Fläche, ich habe es jetzt nicht genau nachgemessen, aber sollte ausreichen, um von hier da neben den Eingang hier vor komplett rüber, also hier schön abzudecken, dass wir den Matsch loswerden. Aber das ist Grill. Platz Bauprojekt 2025. Mhm. Und ich sage bewusst Grillplatz Bauprojekt, weil es dann, sobald die Platten gelegt sind, ja gleich mit dem Grillplatz eigentlich weitergeht. Aber erst alles Ende März, Anfang April. Ja, vielleicht die Platten schon früher legen, aber das sehen wir alles noch, weil ich muss ja da erst einmal Fett abgraben, Erde wegfahren, aufschottern, aber Leute, das sehen wir alles dann nächstes Jahr. Ja, Manu ist auch fleißig am Video machen. Oh, da steht sie gerade, komm her. Und wenn du möchtest, darfst du dir einen leckeren Vanillekrapfen nehmen? Auch später. Ja, weil die Donuts können wir. Okay. Diese geilen Pink Donuts. Ja, wir haben ja gesagt, wir fassen die Videos zusammen. Von der Bauaktion jetzt ist soweit Feierabend. Jetzt geht es eigentlich dann bloß noch ums Essen. Ich werde jetzt hier mal die Halloween-Deko noch zusammenpacken. Und ja, demnächst die Weihnachtsdeko aufbauen. Hört sich das vernünftig an? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay Leute, weiter geht's einfach mit dem Video. So, jetzt wenden wir kurz mal das Fleisch. Da sind auf jeden Fall ein paar Kohlen unten drunter. Das mache ich jetzt auch gleich. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Und bevor ich es doch noch vergesse zu sagen, mittlerweile suckelt, arbeitet der Perkulator. Also unten kocht's Wasser, kommt durchs Röhrchen hoch und geht durch den Kaffee wieder nach unten. Und das zirkuliert jetzt die ganze Zeit, bis wir den Topf mal runternehmen, den Bottich, aber dann auch wieder draufstellen. Ich freue mich jetzt nachher auf den Perkulator-Kaffee. Aber der dauert noch.
So, das Fleisch ist ein bisschen angeröstet. Zoomen wir jetzt wieder aus. Und geben gleich die Zwiebelchen rein. Lassen die auch mal ein bisschen anbraten. Ja. Und dann, wenn die ein bisschen angebraten sind, dann hole ich euch wieder dazu. So, die Zwiebelchen sind ein bisschen angebraten. Jetzt geben wir das Suppengemüse dazu. Und tun es auch ein bisschen anbraten. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn es fertig ist. Junge. So, der erste Kaffee. Oh, ist der voll. Also Leute, ob es heiß ist auf jeden Fall. Ja, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, das ist dasselbe Kaffee, ja, wie ich zu alten Zeiten noch gehabt habe. Die Packung einfach noch übrig gehabt, gut verschlossen. Auf die Seite gestellt, jetzt 2,5-3 Jahre. Ja, und jetzt saufen wir halt wieder. Jetzt. Sollen wir jetzt die Gosch verbrennen? Ja. Der ist gut. Besser als damals. Etwas milder. Aber schmeckt. Oh, der ist wirklich milder als damals, weil damals war ja der Kaffee immer brutal stark. Aber der ist perfekt abgelagert. Geil. Alex, du kannst nachher auch einen Perkulator-Kaffee trinken. Kann man schlürfen. Perkulator. Perkulator. Hab ich doch gesagt, ich schau fast. Ja. Was machst du mit meinem WD-40? Es heißt, WD-40 ist beseitigt alle Quietschen, also und Kontaktspray. Also. Willst du Kontakt? Nee. Okay. Ja. WD-40 ist immer gut für alles. Vorgabputzen, Plastikputzer. Und für Türen, die nicht gescheit aufgehen. Genau. Am Auto. Richtig. Gut. So. Das Suppengemüse und die Zwiebeln habe ich schon ein bisschen angebrutzelt. Jetzt geben wir ein bisschen Tomatenmark dazu. Ein bisschen anrösten. Ja. Ein bisschen verrühren. Natürlich jetzt ein bisschen anrösten noch. Und dann kommt der Rotwein dazu. Jetzt geben wir einen Schluck Rotwein dazu. Dann tun sie erstmal schön ein bisschen ablöschen. Ja. Es gibt wieder ein Stückchen Rotwein dazu. Lassen Sie es wieder ein bisschen reduzieren. Und das mache ich jetzt nach und nach. So, jetzt gebe ich den restlichen Rotwein dazu.
und das ist ein bisschen aufkochen. Und dann gebe ich das Fleisch dazu. Dann sehen wir uns wieder. So, jetzt tun wir das Fleisch wieder dazu. Und rühren. Und rühren. Richtig. Ein bisschen anbraten. Dann geben wir gleich ein bisschen die Wildform rein und die Gewürze im Gewürzsäckchen. So. Noch ein bisschen Mehl. Noch drauf. Aber nicht viel. Jetzt machen wir das Gewürzsäckchen hier rein. Tun wir hier an die Seite. Und gießen jetzt nach und nach den Wildfond dazu. Aber ich tue noch ein bisschen Leitungswasser. Ich nehme von zu Hause mitgenommen. Dazu gießen. Und das riecht. Riecht das gut? Mhm. Geil. Ja. Oh, ich freue mich. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Und von unten, von den Kohlen, hole ich welche hoch. 6 Stück. Und dann hole ich aber gleich wieder dazu. So, ein paar Kohlen draufgelegt. Und jetzt gucken wir mal nach und nach. Aber im Rezept steht halt 2 Stunden. Na, mal gucken. Aber jedes Mal, wenn ich mal gucke, dann hole ich euch dabei dazu. Genau. So, mal kurz ein bisschen umrühren. Oh, Flüssigkeit ist genug drin. Ja. Wieder drauf und weiter kücheln lassen. Oh, ich darf mal.
Ist aber okay, noch kein Salz dran. Aber genug Flüssigkeit. Auf jeden Fall. Lecker. So. Jetzt salzen wir ein bisschen. So, Tolle. Oh, gut, Rehe, das ist schon mal ganz gut, ha? Und das ist dein Gewürzherz, oder? Ja. Gut. Jetzt geben wir noch ein bisschen schwarze Schokolade dazu. Okay. Und tun es noch ein bisschen köcheln. Ja, so, komm mal. Komm schon so. Natürlich. Jetzt hast du. Jetzt muss ich zeigen, wie ich da blöd gefragt habe, oder? Ja. Okay. Mach doch nicht. Ja. Alles gut? Ja, klar. Aber da ist noch viel zu breit, oder? So. Ganz kurz kosten. Das Fleisch ist. Na. Und der Geschmack. Richtig gut. Deswegen sage ich auch, wie geht das anrichten? Ja, weg ist er! Ja, weg ist er! Alex, bist du der Spätzle-Röhrer? Ja, Freile. Sag mal, Lott. Guck mal, und wie schön, hä? Siehst du? Oh, das mache ich doch, warte mal, das mache ich sogar noch mal links. Schön, der Spätzle. Ja. Oh je, Spatzel, Walte deines Amtes. Jeder bekommt ein bisschen Spätzle. Ich mache eine strenge Diät. Bei mir nur 3 Spätzle. Ja? Gulasch wird aber an die Menge der Spätzle angeglichen. Oh, nee, also ganz viel, ganz viel, ganz, ganz viel. Du machst mal ein bisschen Gulasch drauf, bei jedem. Ich mach mal ein bisschen Gulasch drauf. Ja. Und ein bisschen Preiselbeeren. Bei mir bitte ohne Preiselbeeren. Okay. Wieder eine Gabel. So. Gut, dann bleiben wir mehr. Dankeschön. Er möchte keine Preiselbeeren. Ach
bei mir hätte, würde ich gerne einen Preis mit Ben haben. Ja, Leute. Und dann machen wir unser Probiererle. Und ich natürlich irgendwie noch mit dazu, wenn es so ein bisschen rüber rutscht. Oh. So, Leute. Wildschweingulasch mit Spätzle und Preiselbeeren. Genau. So kostet man das Ganze hier. Guten Appetit. Ein guter Miteinander. Geil. Warte mal, du bist schon dick genug. Perfekt. Heute hau ich richtig rein. Tja. Mampfi, Mampfi. Fressi, Fressi. Ja, Tagespitze. Und wir hocken uns jetzt gemütlich drüben auf die Couch, tun Essen. Nachher machen wir noch ein Fazit. Aber ich kann jetzt schon sagen, brutal lecker. Ja, schmeckt gut. Alex, du hast einfach ein Bäuchle. Ich fass nicht. Bei dir sieht es auch so aus. Ich fass nicht mehr. Ja, ich habe immer. Ja, Leute, Fazit. Der ist wieder wohlgefüllt. Aber genau. Ein bisschen gefüllt. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Wildschweingulasch, so wie es jetzt die Manu uns zubereitet hat, absolut köstlich, lecker, Schmackofatz. Am Anfang beim Zwischenprobiererle habe ich ja mal gesagt zu ihr, man merkt noch viel Säure, Säuerliches vom Rotwein. Aber mit der Schokolade etc. pp. Ich weiß es nicht, was er noch alles neu hat, war das komplett weg. Also richtig, richtig lecker jetzt. Ja. War wirklich wunderbar. Ohne Preiselbier wahrscheinlich noch viel besser, weil ich mag keine Preiselbier. Oh je. Ja. Das Beste lässt. Ich bin halt Kulturbanose oder was weiß ich, wie man das so, wie man dazu sagt, aber ich mag es einfach nicht. Deswegen habe ich 5 Löffel mehr Fleisch mitgenommen und dann die Preiselbeere drauf verzichtet. Spatzel? Das war richtig gut, das Essen. Hast du sehr gut gemacht. Das ist schön. Tja. Ja. Und somit haben wir es fertig. Was mit den Terrassen- oder Grillplatzplatten noch passiert? Wie gesagt, das kommt alles noch. Das liegt jetzt erst einmal noch momentan auf Eis. Es sei denn, mich packst und ich fange hier zum Schaufeln an. Wie ein Verrückter, aber muss den Dreck halt dann gleich wegfahren. Ja. Er liegt auf Schnee. Ja. Mehr ist im Moment dazu nicht zu sagen. Wem das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Nettes Kommentar. Abos würden wir uns freuen. Ja. Richtig. Und danke, Alex, dass du hier warst. Genau. Vielen Dank dafür, vielen dass Dank. Du mitgeholfen hast. War du recht gern. Vielen Dank fürs gute Essen. Ja. Ja, das ist ja das Mindeste. Ja. Du weißt ja, Ende März gibt es nächstes Mal, spätestens das nächste Mal lecker essen. Im März? Januar, Februar, März, ja. Ach so. Spätestens. Spätestens. Ja, aber genau. Mhm. Aber auf jeden Fall kommt. Warte mal, wann machen wir mein Motorrad? Da musst du das Essen mitbringen. Okay, Leute. Hust, hust. Wir packen jetzt fertig zusammen und fahren nach Hause. Ja. Ja. Und heute hätte ich die Gelegenheit gehabt und habe nichts dabei gehabt. Tja. Blöd gelaufen. In dem Sinne, Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.